Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Nachdem wir im letzten Bad wieder kläglich versagt haben, also ich, sind wir wieder auf einer kleinen Insel gestrandet. Ich habe auch ein wenig unser Werkzeug aufgebessert, also unsere Besitztümer aufgebessert diesbezüglich und möchte jetzt schnell ein bisschen Holz noch farmen, also blanken. Damit wir noch ein paar Werkzeuge bauen können. Bin gerade dabei, auch eine Sauerstoffflasche zu bauen, damit wir besser tauchen können. Jo. So schaut es momentan aus. Ich bin nur froh, dass wir von unserer Fail-Insel den Schmutz retten konnten. Der war mir wichtig, dass wir auch mal dann die Gräser bauen können. Also die Wiesen. Möchte aber auch die Gelegenheit des Fails nutzen und weiterziehen gleich zu der nächsten Quest. Vielleicht erreiche ich so die Möglichkeit, Schießpulver herzustellen. Das wäre ganz super. Also per Bauplan, ne? Das wäre ganz, ganz toll und super. Jo. Und vielleicht findet man dann eines Tages nochmal so eine große Insel, wo ich dann wirklich gezielt den Kontor töten kann. Vielleicht, ich sag Kontor zu dem, ich weiß nicht, was für ein Vogel das ist. Für mich ist es ein Mistviech. Und und dass wir dann auch Wildschweine besser legen können, weil ich werde bis dahin hoffentlich wieder einen Bogen haben und Pfeile dazu. Dann geht das einfacher als wie mit dem blöden Speer. Jo. So ist einmal der Grundplan. Als erstes werden wir jetzt wieder versuchen, wie gesagt, die Taucherflasche herzustellen und den Hai zu killen. Der geht nämlich auf den Sack, tatsächlich, obwohl ich keinen habe. Aber der ist lästig, richtig lästig. Ich mag den nicht. So. Also, ein Dingens fehlt mir noch hier. So ein bisschen warten. Inzwischen habe ich mir eine Angel gebastelt. Wie gesagt, eine billige Axt. Ein Speer, einen neuen. Den Haken hatte ich eh schon. Jetzt wird noch eine Taucherflasche folgen. Dann werden wir den Hai uns vorknöpfen. Ja, so schaut es einmal im Groben aus. So, passt. Ich hoffe halt sehr, dass wir jetzt sehr viel Metallerz finden. Wahrscheinlich eher weniger, aber ist ja wurscht. So, bei der Gelegenheit werde ich mal ein bisschen Obst essen. Nom nom nom. Genau. Dann sind wir nicht mehr so durstig. Auch die Mango verknusper ich noch schnell. Dann haben wir wieder eine ordentliche Vitaminbombe hinter uns und die Kokosnuss noch schnell. So. Dann passt das schon mal fürs Erste. Genau. Die Sämlinge wären gut noch schnell hier zu verbunkern. Ich traue mich gar nicht schauen. Hat das Mistviech irgendwas kaputt gemacht? Schaut nicht aus. Zumindest nichts allzu Grobes. Gut. Dann Haifischlein. Ne? Das Fass nehme ich noch schnell an mich. Zack. Und dann werden wir den Hai versuchen zu killen. Der wird mich jetzt wahrscheinlich gleich wieder beißen. Weil er wieder irgendwo spawnt, wo ich nicht... Ah, da drüben. Wo ich nicht damit rechne. Komm. Jetzt traut er sich wieder nicht. Ah, jetzt kommt er. Also, den bringen wir jetzt schnell um. Dann können wir wieder besser tauchen. Ich glaube, jetzt hat er mich erwischt. Ja. Hat er auch. So, dafür haben wir jetzt zweimal erwischt. Nochmal zweimal erwischt. So. Dauert halt ein bisschen. Aber dafür haben wir ein bisschen unsere Ruhe. Und dann können wir hoffentlich recht gut Erz farmen. So, das müsste man jeden Moment haben. Dann bauen wir uns nochmal die Schaufel und eine Schere.
Zum Alpaka scheren bin ich ja auch nicht gekommen, leider. Also den Versuch. Okay, jetzt habe ich nur einmal erwischt. Lol. Aber jetzt. So, bitte. Einmal ernten. So, den Kopf lasse ich. Den brauche ich nicht. So, und jetzt gehen wir es an. Kupfer lasse ich gleich stehen. Da vorne haben wir Metall. Und Seetang, den nehme ich natürlich selbstverständlich mit. So, einmal, zweimal, dreimal. War noch einer? Nein. Hier auch nicht, okay. Dann, hier haben wir ganz viel Erz. Hier, hier und da. Bisschen auswärts schwimmen. Vielleicht ist da unten noch wo was. Da vorne hat man noch ein bisschen Erz. Das ist ein gutes, eine gute Insel. Dann mal ein bisschen auftauchen. Ein bisschen Luft holen. Passt. Nochmal da vorne. Sehe ich schon. Wieder Metall. Sehr gut. Auch Seetang. Von dem brauchen wir eh sehr viel, viel. Da vorne haben wir noch Metall. Mein Wunsch wurde erhört. Das Spiel hat Mitleid mit mir. Hat schon mitbekommen, dass ich extrem fehle. Als kleines Trostpflaster kriege ich jetzt ein bisschen mehr Erz. So, Luft holen noch schnell. Passt. Noch einen restlichen Seetang mitnehmen. Wie gesagt, das Kupfer lasse ich jetzt mal weg. Mich interessiert derweil nur das Erz. Eventuell noch Ton, der hier liegt. So. Nochmal Luft holen. Nochmal ein bisschen, hoppala, umschauen, ob wir noch nichts übersehen haben hier. Schrott nehme ich gleich mit. Steine habe ich mehr als genug. Fast schon bald den ganzen Dingens voll. Ein bisschen Ton noch. Sand brauche ich jetzt weniger. Schrott noch ein bisschen. Ja, den nehmen wir noch mit. Kupfer, wie gesagt, lasse ich da. Das brauche ich nicht. Noch ein bisschen Schrott. Da ist noch ein bisschen Ton. So, mal gucken. Da ist noch ein bisschen Ton. Ja, ich glaube. Dann können wir uns schon langsam verschwinden. Vertuften. Abhauen. Oh, da ist noch Seetang. Auf der Seite war ich noch nicht. Flauter schnell, schnell. Ich spüre schon den Hai, der mich gleich zwicken wird. War ich jetzt da drüben schon? Das Kupfer habe ich stehen lassen. Ich glaube, hier war ich schon, ne? Ja. Gut, dann war nur noch das Eck hier drüben. Wo es ausschaut, dass auch mehr Kupfer ist als sonst was. Da hat man noch Ton. Schrott. Seetang habe ich alles. Da unten ist noch Erz. Gut, dass ich nochmal schaue. Hätte ich fast übersehen. Da war nur noch Kupfer. Da ist noch ein Schrott. Das war, glaube ich, Sand. Ja. So, ich glaube, das war in Ordnung. Spielen wir zurück. Das war, glaube ich, sehr gut. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, da wir eh fast keine Planken mehr haben, wir machen uns gleich auf den Weg, oder?
würde ich sagen. Habe ich Kunststoff mit? Ja, könnte ich mein... Achso, Hammerfeld. Ja. Ja. Da bewegt es sich eh schon. 15 Metallbahnen. Ja, das Spiel hat wirklich Mitleid mit mir. Bin ich gerade sehr froh. Wirklich. Gut. Das zu dem. Wir haben hier schön Schmelzen. Wäre eine dritte Schmelze angebracht gewesen. Hätte ich hier noch eine hinstellen können. Muss nicht sein, oder? Glaube ich. So, ja. Gut. Genau. Bringen wir mal unsere Beute in Sicherheit. So und so. Schrott habe ich jetzt, glaube ich, genug. Oh, hier habe ich noch Ton. Der ist ja in der falschen Abteilung. Wie geht denn das? Das sollte aber nicht sein. So. Kein Wunder, dass ich dann den Ton suche. Der gehört ja eigentlich dahin. Ach so, wegen Sand. Ich hatte sowieso keinen Platz mehr. Deshalb. Deshalb. Jetzt, hoppala. Jetzt macht das sogar Sinn. Machen wir noch schnell ein paar Seile. Dann ist das weg. So, ungefähr. Genau. Jetzt bräuchte ich schon bald eine dritte Schmelze, ey. So. Auf jeden Fall Planken schön nachlegen. Gut. So. Dann bin ich gespannt auf die nächste Insel. Die ist eh da unten. Ich glaube, wir steuern eh schon drauf zu. Jo. Hier. Und dann, jo. Fahren wir weiter. Und wird schwer. Habe ich jetzt Ton dabei? Ich Trottel habe allen weggegeben, ne? Ja, natürlich. Ist egal. Wir haben hier noch ein paar Keulen. Dann hauen wir uns die mal kurz rein. So, nom nom nom. So, die Suppe ist halt für später dann. Und noch ein lecker Brathühnchen. Brathühnchen. So. Gut. Dann schauen wir, wie es der Schmelze geht. Dauert noch ein bisschen. Was kostet mir eine Schmelze? Was musste ich dafür bauen oder haben? Ton, glaube ich. Trockenziegel haben einen Haufen. Blanken hatte ich genug Schrott und Nägel. Ja, okay. Tut nicht Not, glaube ich. Haben wir eh zwei. Ist, glaube ich, jetzt nicht notwendig. Jo. Wie ist der Wind? Ja, wie immer ungünstig. So. Jawohl. So, Kupfer brauche ich eh nicht. Kunststoff meine ich, brauche ich jetzt nicht. Aber ich kann es drin lassen, ist wurscht. So schlecht schaut es Inventar nicht aus. Ja, ich gehe mal kurz schlafen. So. Dann wird es gleich wieder hell. Ist für euch auch angenehmer. Und wer hätte es gedacht, ich bin durstig. Na, Sachen gibt's. So, sauf die Niedergnädigste. So. Bei passender Gelegenheit werde ich mir, wie hätte das gedacht, auch noch eine zweite Flasche bauen. Ja, weil ich das so gut kann. Ja, so, die nächsten Metallbahnen sind fertig. Meine letzten Planken habe ich geopfert. So muss das sein. So, gut. Es wäre schön. Gibt es hier bitte Müll? Und dabei wieder die Rieseninsel. Wieder? Das ist die Insel vom Anf, die erste Großinsel, die wir gefunden hatten, ne? Eigentlich. Könnte ich wieder Dreck farmen.
kann ich wieder sterben, so wollte ich sagen. Ah ja, dann sind es doch zwei verschiedene. Dann habe ich mich vertan. Dann sind es doch zwei verschiedene und nicht, wie ich befürchtet hatte oder geglaubt hatte, dieselbe, die sich nur verändert. So, ich probiere es nochmal. Vielleicht hat er ja Bock und hilft uns doch noch ein bisschen in die richtige Richtung. Der Wellengang ist auch ein bisschen stark. Werden wir schon hinkommen. Hoffentlich. Gut, dann lasse ich mich wieder wipen, ne? Weil ich das gut kann. Jo. Vielleicht habe ich jetzt die Chance, das Vogelvieh zu fangen. So, Metallerze habe ich genug. Wie gesagt, Planken. Planken fehlen mir jetzt noch. Du nervst. Planken fehlen mir jetzt noch ein Haufen. Die habe ich alle verbraucht. Aber mit ein bisschen Glück. Beziehungsweise ich werde dann gleich die. Ich werde gleich die Palme oben kaputt hauen. Dann habe ich hier wieder was. Ja, machen wir so. Ich habe noch ein paar Sämlinge übrig. Das passt dann schon. Also die Mango. Gib mir Planke. Gib mir Planke. Danke. Du auch. Du auch. Sehr gut. Dann nehmen wir gleich. Einmal, zweimal, der kann weg. So und so. Dann setzen wir das gleich an. Huch. Einmal, zweimal, dreimal. Sehr gut. Was? Das regnet genau zur rechten Zeit. Habe ich so bestellt. Mhm. Ich segel dran vorbei, meine Herren. So geht das nicht. Darüber ich muss. Ich helfe mal kurz ein bisschen mit, glaube ich. So. Schauen wir mal, wie es unseren Erzelein geht. Wie schauen wir aus? Ich habe noch 5 Planken. Was brauche ich denn jetzt für den... Weil den Bogen muss ich, den brauche ich. Ah, jetzt habe ich gerade eine Planke zu wenig. Wer hätte das gedacht? Ist halt die Frage, wo bei der Insel jetzt der Eingang war. Da gab es nämlich eine Höhle. Und zu der Höhle möchte ich gerne nochmal hin. Ah, wurscht. Geht das da drüben auch? Bisschen mehr in die Richtung. Bisschen mehr in die andere Richtung. So. Dann geht das auch. Bisschen mehr darüber. Ach, du Heilige. Jetzt hätte ich nur Glück. Puh. Weil da drüben kann ich nämlich schön stranden. Hilf mal nicht mit. Geht das so, was ich möchte? Ich glaube, das haut nicht so hin, wie ich das gerne hätte. Egal, dann legen wir mal den Anker. Segel fahren wir ein. Dann hier machen wir die nächste Partie. So. Das Erzelein verstecke ich. Die Nägel. Den Glipper, den Seetang, das Erz muss ich auch verstecken. Hier kommen die wieder rein. Was habe ich hier noch Schönes? Ja, den Stein kann ich noch hier reintun. Hier kann ich noch das reintun. Hier
tausche das mal. Erz statt Nägel. Nur die Nägel dabei hier rein. Die Steine sind egal, wenn ich sie verliere. Den Speer habe ich. Jetzt fehlt mir noch der Bogen. Für den Bogen brauche ich jetzt aber zwei Clipper. Lol. Da fehlt mir jetzt einer. Ja. Den Bogen muss ich schon zusammenschustern. Einen Bolzen. Die Seile und Planken. Ach ja, da fehlen mir die Planken. Genau. Ai. Ai. Darf ich eine Planke? Ich renne mal kurz durch. Hoffe ich erschießt er mich jetzt nicht, das Viech. Stillfarm. Sicher. So, das hat mal hingehauen. Hier haben wir noch ein paar metallbaren Dingens. So. Hier kommt noch der Clipper rein. Für einen Metallbahn hätte ich noch Platz. Den tun wir gleich mitschmelzen. Buh. Viech, du nervst. Echt. So, schmilzt ein bisschen schneller. So, dann könnte ich noch eventuell... Könnte ich noch gleich fertig machen, das Zeug hier. Ja, ja, dauert alles. Was brauche ich dann für Pfeile? Aha, da kriege ich 6 Pfeile raus. Ein Metallbahn, 3 Planken und Federn. Mhm. Ja. Ja, mal gleich mit Metallbahn angehen. Boah, ich mag den Vogel nicht. Federn. So, nehmen wir gleich so 40 Stück mit. Ist zwar ein bisschen übertrieben. Ich werde auch ein paar Steindingens machen. Also. Ich brauche jetzt erstmal meinen Bogen einmal herstellen. So. Gut. Als nächstes geht sich schon mal 12 Pfeile aus. Jetzt habe ich keine Planken mehr. Okay. So. Nicht schlimm. So. Das wollte ich mal so haben. Das tue ich da mal hier horten. Jetzt habe ich 12 Pfeile. Ich werde mir, glaube ich, noch ein paar aus Stein machen. Also ich habe keine Planken mehr. Wenn ich Planken habe, mache ich mir dann welche aus Stein noch. So, eine Planke, 2 Planken, 3 Planken. Ja, geht sich tatsächlich noch aus. Könnte ich sogar noch einmal anständige machen. So. Könnte ich noch einmal anständige machen. Und zwar hier, Metall. Jetzt habe ich 18 Pfeile. Da werde ich wohl es schaffen, Herrschaftszeiten, eins so ein blödes Wildschwein umzunieden. Gibt's ja nicht. Gut. Als nächstes brauche ich noch Wasser. Da trinke ich gleich mal ein bisschen was. So. Habe ich hier Salzwasser drin, ne? Keine einzige Planke dafür geopfert. Warte, ich trinke noch schnell aus. Mache hier noch schnell voll. Hol mir das dann später. Gehe mir schnell noch mein Essen holen. Ah, ich habe wieder vergessen, meinen Ton mitzunehmen. Und ich kann kein Essen mitnehmen. Verdammt. Ah ja, jetzt bin ich natürlich mega hungrig. Warte. Nehmen wir halt ein bisschen Obst derweil, ausnahmsweise. So. Ah, ich habe ihn mit. Mein Gott, jetzt wird es langsam übel. Echt. So. Jetzt wird's übel. Was ich noch bauen muss, ist der Kescher unbedingt. Wenn es noch ausgeht. Und die Schere. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich zuerst noch Planken. Wie schauen wir da aus? Ich will gar nicht drauf. Ich will gar nicht drauf, ehrlich nicht. Es wird alles übel. Das wird alles böse. Ja. So, die Kokosnuss futter ich auch noch schnell weg. Ja, schrei du nur, du Mistviech. So. Meine Metallbahn. Da nehme ich noch schnell. Ach, das wollte ich gerade nicht. 2 Seetang wollte ich noch mitnehmen. Würdest du jetzt bitte? Danke. Dass ich das noch schmelzen kann derweil. So. Ai, ai, ai.
So, dann wollte ich jetzt noch meinen Kescher wollte ich noch basteln. Ich muss mich mal anständig hinsetzen. Den wollte ich noch machen. Bolzen, zwei Clipper, das ist kein Problem. Das wird gerade gemacht. Aber die Planken sind ein Problem. Die habe ich nämlich nicht. Da drüben schaut es auch nicht aus, als wenn ich welche kriegen könnte. Müsste ich jetzt auf höchstem Risiko meine Bäumchen umschlagen. Ja, das meinte ich gerade mit Risiko. Ach ja. Mach hinne. Wieso machst du nicht? Jetzt kommt er schon wieder. Passt, jetzt habe ich wieder die Chance. Oder noch nicht fertig ist, ne? Du bist noch nicht fertig, du Mistbaum. Bist du fertig? Nein. Okay, dann kann ich schon draufhauen, wie ich möchte. Hilft nichts. Ich habe keine Planken. Gut. Mann, ist das lästig. So, Federn. Die Federn kommen jetzt wieder weg. Dann brauche ich die Seile. Mache ich gleich noch einen Stapel. Dann kann ich die nämlich auch hier drinnen lassen. Dann brauche ich ein wenig Ton. So. Dann kann ich mir meine Suppe wenigstens schon mal machen. Boah, das ist echt übel. Übel. Dann essen wir die Suppe gleich. Und dann bauen wir uns gleich noch eine neue. So und so. Zack, zack. Zack, zack. Passt. Dann als nächstes fehlt mir natürlich noch die Schaufel, was mir jetzt gerade eh nichts hilft und es wird schon wieder finster. Ich verplemper da nur Zeit. Es ist schrecklich. Schrecklich, so eine Vorbereitung. Ich habe da echt Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Vorbereitungen für die Inselerkundung ist halt echt, echt anstrengend. So, das Wasser nehme ich noch mit. So. Dann wäre ja eigentlich noch gut, aber ich habe keine einzige Planke mehr. Wäre noch gut gewesen. Ja. Ich sag nichts mehr. Ich lege mich nochmal kurz hin. Und dann schaue ich, dass ich wenigstens heil auf die Insel mal komme. Leben habe ich genug. Einen Schluck trinken tue ich noch. Essen habe ich jetzt überhaupt nichts mit. Keine einzige Frucht, nichts, ne? Na. Wird wohl hoffentlich gut gehen. Mein Ding ist auch gleich kaputt. Ich brauche halt ein paar Planken. Das ist halt wirklich übel. Ja, war klar. Hä? Sprintet sie nicht mehr? Weil ich gebissen wurde, ne? So. Hier müsste irgendwo eine Höhle sein. Ja. Auch wenn ich jetzt gerade den Dreck nicht ernten kann, konnte man, glaube ich, hier irgendwo rauf. Da. Und da kann ich mir schon mal die Schwammerl nehmen. So. Dann habe ich die wenigstens schon mal. Obwohl es vielleicht gar keine gute Idee war, dass ich sie mir sofort geholt habe. Da oben ist noch ein Dreckbatzen dann. Kommt er schon wieder? Ich verstecke mich mal ganz kurz. Kriege ich hier noch eins ab? Ja. Kriege ich hier noch was ab? Glaube ich nicht. Passt, jetzt kann ich gehen. Ich möchte nämlich gern hier die Palme für Plankenerzeugung nehmen. Passt. Schnell wieder rein. Ich glaube, jetzt sammelt er gerade seinen Stein. Der Part ist zu Ende.
machen wir gleich. Dann werde ich mich ganz schnell kurz nochmal zurück. Nein, das ist zu früh noch. Ich brauche 15 Planken. Dann werden wir im nächsten Part weiter Planken farmen. Auf riskantester Weise. Vielleicht sogar 20 Planken nach Möglichkeit, dass wir uns noch was basteln können. Ja, Schaufel und so weiter, ne? Und dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Denn das Vogelvieh möchte ich auf jeden Fall fangen. Ich hoffe, das gelingt mir. Dann bin ich schon mal zufrieden. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.